Hallo, ich bin in meiner fünften Woche nach meinem Umbau vom Schlauchmagen zum Magenbypass. Ich versuche es mal wieder mit dem Food Diary. Heute Morgen, bin zwar schon spät dran, aber probiere ich trotzdem was aus im Ofen. Und zwar diese Hafermuffins mit Kirschen. Die kann ich dann natürlich sehr gut mitnehmen ins Büro. Jetzt muss ich mich aber schnell fertig machen. So, ich bin einigermaßen vorzeigbar. Jetzt habe ich mal trotzdem meine Bahn verpasst. Mir jetzt 4 Stück von diesen Oatmeal-Muffins eingepackt. Die sehen sehr gut aus. Ich habe noch nicht probiert, aber sind gut fest geworden, obwohl es vorher recht flüssig war. Laut Buch haben die 100 Kalorien ungefähr pro Muffin. Ich habe jetzt da tatsächlich 8 Stück draus gekriegt. Ich poste euch das Rezept gerne in der Infobox. Das war mein Mittagessen im Büro. Und natürlich reichlich Tee dazu. Meine Kollegin hat Brezeln mitgebracht und ja, die habe ich komplett geschafft nebenher. So, ihr Lieben, ich bin gerade mal wieder gelaufen, so eine halbe Stunde Fußmarsch. Wollte den Weg zumindest zur Hälfte nach Hause laufen. Genauso wie letztes Jahr schon mal. Als ich damit angefangen habe, am Anfang, habe ich jetzt wieder das Gefühl, ich bin unter Zucker gerutscht. Im Büro habe ich was Süßes gegessen. 2 Schokoeier. Und ja, dann bin ich losmarschiert. Und jetzt habe ich gerade Kreislauf. Mir ist zittrig. Ja, Unterzucker fühle ich mich, als hätte ich Unterzucker. Ich sitze jetzt hier auf der Bank und warte mal 5 Minuten. Ich habe jetzt hier noch Obst aus dem Büro im Rucksack, was ich wieder mit heimnehmen wollte, und zwar Trauben und Erdbeeren. Da esse ich jetzt mal. So, ihr Lieben, es ist schon Abend, 18:45 Uhr. Ich bin jetzt zu Hause gelandet. Mir geht es wieder ein bisschen besser, aber es ist immer so, wenn ich so eine Episode hatte, auch in der Vergangenheit so, dass ich mich nach immer so richtig gebeutelt fühle. Schwach, malat. Eigentlich hatte ich vor, heute zu kochen, aber ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, wie immer, auch in diesem Tagebuch. Ich habe mich jetzt entschlossen, zur Freude meiner Kinder heute Pizza zu bestellen. Das mache ich tatsächlich nicht mehr oft. Also vor meiner OP war das bei uns wöchentlich. Jetzt ist das mittlerweile, auch weil es einfach sehr, sehr, sehr teuer ist. Das ist jetzt die absolute Ausnahme bei uns. Einmal im Monat vielleicht. Und heute ist es soweit, denn ich fühle mich schlapp und malat. Und ehrlich gesagt freue ich mich jetzt auch auf so ein Stück Pizza. Und zwar habe ich mir da jetzt eine mit Ei und Thunfisch ausgesucht. Und ja, mehr als 2 kleine Stückchen oder eins vielleicht, muss mal gucken, werde ich da nicht essen können. Aber da bin ich dann auch schon happy mit. Und die Jungs freuen sich auch. Da ist das gute Stück. Und was soll ich euch sagen? Ich habe mit 2 kleinen Stückchen angefangen. Aber im Laufe des Abends habe ich tatsächlich, und ich bin darüber am allermeisten überrascht, die ganze Pizza essen können. Das habe ich mit dem Schlauchmagen in 2 Jahren nicht annähernd geschafft. Und ich meine jetzt auch nicht geschafft im Sinne von, ich bin stolz Also, darauf. ihr Lieben, die letzten Tage waren ernährungstechnisch nicht so gut. Ne? Ich merke doch, bin jetzt wieder voll drin im Alltag, im Berufsleben, dass man im Stress und mit noch weniger Zeit noch besser vorbereitet sein muss, um nicht in Fallen zu tappen. Ja, es wird nicht einfacher, Leute, das muss ich sagen. Aber gut, ich will ja ohne Diät mit normalem Kaloriendefizit weiter abnehmen. Ja, das habe ich jetzt schon geschafft, trotz der ein oder anderen schlechten Auswahl. In den letzten Tagen bin ich ja immer unter meinen 2000 Kalorien pro Tag geblieben, was okay ist. Habe auch nicht zugenommen oder so.
Aber ich bin schon teilweise erstaunt, dass ich jetzt mit Magenbypass wirklich viel mehr essen kann. Jetzt auch nicht unbedingt auf einmal, aber dass ich diese kleine Pizza letztens, ja auch nicht auf einmal, aber über so 3 Stunden, 3, 4 Stunden hinweg habe ich die komplett gegessen. Und da war ich selber schockiert, weil das habe ich seit meiner Schlauchmagen-OP nie geschafft. Und geschafft, sage ich jetzt nicht im Sinne von, ich habe was Tolles erreicht. Ich bin da in keinster Weise stolz drauf oder so. Aber ich hatte halt einfach Hunger und bin immer wieder im Laufe des Abends hin und habe mir ein Stückchen genommen und am Ende war das Ding leer und da war ich selber sehr überrascht. Also es ist halt einfach kein Selbstläufer. Manche Leute, habe ich auch wieder im Dialog in der Selbsthilfegruppe gemerkt, bekommen wirklich eine direkte Quittung in Form von Übelkeit, Erbrechen nach diesen OPs, nach beiden OP-Verfahren. Gott sei Dank war das bei mir ja nie so. Darüber bin ich natürlich total froh, weil ganz ehrlich, das wäre für mich ein Ausschlusskriterium. Also das wäre für mich, da hätte ich mich wahrscheinlich nie operieren lassen, wenn mir jeder nur erzählt hätte, dass es hinterher so läuft. Ist aber auch nicht so gewesen bei mir, ist nicht so. Ich kann prinzipiell alles essen. Auch Schokolade, auch Ostereier, Nougat-Eier, auch Kuchen, auch Pizza. Soweit, ich bin jetzt in der 5. Woche Post-op, kann ich alles essen. Also mit Grenzen. Ne? Also ich merke schon, wenn ich zu viel vom Falschen esse, dann kriege ich auch richtig schlimme Bauchschmerzen. Aber so dieses Grasen, so nebenbei, mal ein, zwei Schoko-Nougat-Eier oder so, das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich die Ausnahme von der Regel bin. Ja, Ernährung, die Ernährung. Man muss natürlich schon gucken, dass man für sich was ändert, sonst hätte man sich die OP auch sparen können. Das ist schon so, ihr Lieben, da will ich nicht lügen. Ja. Ich versuche heute mal wieder ein Ernährungstagebuch zu drehen in meinem Homeoffice-Tag. Momentan brauche ich morgens echt länger, um in die Gänge zu kommen, wie ihr auch an meinem ungeschminkten im Schlafanzug hier sitzenden ich gerade seht. Habe hier gerade meinen Riesenpott Milchkaffee. Mache ich mir gleich noch einen zweiten. Essen werde ich jetzt gerade noch nichts. Ich warte noch eine halbe Stunde, Stunde. Und dann schauen wir mal. Ja, kurz vor 9 und ich muss mich jetzt wirklich an die Arbeit setzen. Ich habe jetzt langsam auch Hunger, aber keine Lust mehr, was zuzubereiten. Deswegen wähle ich jetzt die faule Variante. Fertige Drinks oder so habe ich jetzt nicht mehr da, außer hier so ein Mango-Lassi. Ich liebe Lassis. Ja, so ein Joghurt-Trink mit Mango-Geschmack. Ne? Es gibt gesündere Drinks, weil da natürlich schon auch durch die Früchte und so einiges an Zucker drin ist, aber ist jetzt mal meine schnelle Wahl fürs Frühstück. 10:15 Uhr. Also ihr Lieben, ich habe heute einen E-Learning-Tag. Ich darf mich heute fortbilden, muss den ganzen Tag lesen, Tests absolvieren und Videotutorials gucken. mir raucht jetzt schon der Kopf. Aber jetzt habe ich Hunger. Also der Trink hat mich jetzt irgendwie null befriedigt und null gesättigt. Also muss ich mir jetzt irgendwas überlegen, was ich jetzt essen kann. Mich entschlossen, doch was zuzubereiten. Nämlich habe ich jetzt Quarkkeulchen gemacht, Quarkei, Mehl, geriebener Apfel und ein bisschen Zimtkeks-Flavor. Die brate ich mir jetzt aus. Da habe ich auch noch fürs Mittagessen was davon. Und gerade habe ich festgestellt, dass ich meinen Kaffee vergessen hatte. Da muss ich mir jetzt schnell einen neuen machen. Wie mir das passieren konnte, ist mir unbegreiflich. Ja, also diese Quarkkeulchen, Quarkküchlein sind unheimlich abwandelbar. Und
Ihr steht wahrscheinlich auch öfter mal so wie ich dann da und habt nicht so richtig Bock, jetzt irgendwie den Herd anzuschmeißen oder was zuzubereiten oder zu schnippeln und. Aber wenn man es dann mal macht, geht eigentlich doch immer rucki-zucki. Das ist auch so ein rucki-zucki-Rezept. Ich habe jetzt hier einen Apfel gerieben, einen kleinen Quark, ein Ei und 2 Esslöffel Mehl da reingehauen und fertig. Ja, also das dauert ja wirklich nur eine Minute. Und diese Sachen hat man als Magenoperierte auch meistens im Haus, also Quark und Eier. Ja, das mit dem Anbraten hat auch schon mal besser geklappt. Vielleicht hatte ich doch ein bisschen zu wenig Mehl, weil ich ja mehr Quark benutzt habe. Macht aber nichts und trotzdem lecker. Ich habe jetzt im Schrank hier noch, das hatte ich mir nach meiner ersten OP mal gekauft und nie benutzt, so ein Apfel-Brombeer-Himbeermark gefunden. Läuft tatsächlich heute ab. So ein Glück. Davon werde ich jetzt noch 1, 2 Löffelchen dazu tun. Und dann kann ich jetzt, während ich mir meine E-Tutorials anschaue, ein bisschen dabei schnabulieren. Das ist das Schöne am Homeoffice. Und das Gefährliche, man isst zu viel. Da ich ja heute auch viele Lernvideos angucken muss, habe ich gerade beschlossen, mache ich doch jetzt einfach mal nebenbei so 15 Minuten Step-Training. Ich liebe Homeoffice. Draußen ist es heute so grau, windig und regnerisch. Gut, dass ich Homeoffice habe. Aber ich muss nachher nochmal zur Post. Ja, ich habe jetzt durch die Quarkkeulchen schon gute Eiweißbilanz, denn die Quarkkeulchen habe ich jetzt komplett aufgegessen, die ich vorhin gemacht habe. War sehr lecker. Jetzt ist es fast 14 Uhr und ich habe Hunger. Ich weiß nicht, ob die Quarkkeulchen vielleicht mengenmäßig zu viel waren, weil von den Nährwerten her waren die super und auch vor allen Dingen sehr eiweißreich. Aber ich habe mich die letzten 2 Stunden so ein bisschen kreislaufschwach gefühlt. Und ich bin mal wieder am Überlegen, das ist immer das Problem, wenn man nicht so richtig präpariert ist, kein Meal Prep hat oder Plan für den Tag, was ich jetzt essen könnte. Wir haben noch einen übrig gebliebenen High-Protein-Wrap. Dann habe ich mir eine Pilz-Gemüsepfanne gemacht mit selbstgemachten Knoblauch-Dip aus Gier und Creme Fraiche. Und da haben wir den Rest von der Pilz-Gemüsepfanne. Wollte ich gern probieren, ob ich Pilze noch essen kann, weil die immer so mit aufgeführt sind als schlecht verdaulich. Aber hat gut geklappt. Und jetzt mache ich mir mit dem restlichen Gemüse einen Protein-Wrap mit leckerem Knödeldip. So, da sind jetzt noch 2 Scheiben Hähnchenbrustfilet mit drin. Und die Pilze. Ich gebe zu, die Kombi ist sehr eigenwillig. Aber Pilze isst hier niemand außer mir. Und zum Wegschmeißen ist echt zu schade. Und für alle, die jetzt gedacht haben, was denn so schlimm süß, ist doch die Susi gar nicht. Ich habe mir jetzt gerade noch mal einen schwarzen Kaffee gekocht und jetzt gibt es einen Schokileckerli. Nämlich 3 kleine Ostereier. Diese Sorte Ostereier. Also ich merke heute doch mal wieder, dass nicht jeder Tag gleich ist und ich auch immer noch in der Ernährungsfindungsphase nach Magenbypass-OP bin. Obwohl ich den ganzen Tag ja wirklich gut und auch eiweißreich gegessen habe, habe ich permanent das Gefühl, dass ich was essen muss, weil ich mich so leicht zittrig und unterzuckert fühle. Also ich kenne das Gefühl schon recht gut. Ich hatte eine Insulinresistenz vor der OP und ja, also dieses, ne, kann ich mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass das Essen zu schnell durchrutscht und dass uns Insulin dann halt immer zeitverzögert ankommt. Hunger habe ich eigentlich nicht. Es ist jetzt kurz vor 4 nachmittags. Ja, Hunger habe ich eigentlich keinen.
Und trotzdem, ich fühle mich den ganzen Tag schon so leicht Kreislauf, so etwas zittrig, schwach, so wie ich halt, wenn ich in so einen Unterzucker komme. Deswegen habe ich mich jetzt gerade entschlossen, noch einen Vollkorntoast mir zu machen. Das ist noch im Toaster. Und dann hatte ich mir das hier ja mal zum Ausprobieren bestellt. Ich habe schon mal ein kleines bisschen probiert. Das ist so eine Schokoproteincreme. Also wird das erste und das letzte Mal, dass ich sowas kaufe. Egal von welcher Firma, das ist ja dann am Ende alles immer gleich. Ohne Zuckerzusatz steht drin. Das ist natürlich gut. Aber es schmeckt nicht besonders gut, finde ich. Ja, irgendwie schmecke ich da das Eiweiß raus. Also wie als hätte man in Nutella halt Eiweißpulver reingerührt. Ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Aber für 6, 7 Euro das Glas. Meine Lieben, Feierabend. Ich sitze jetzt schon seit einer Stunde hier und länger und editiere Videos für euch, weil ich habe ganz viel Rohmaterial auf dem Handy, das verarbeitet werden möchte. Mein Abendessen ist gerade im Ofen. Die Jungs sind unterwegs. Ich jetzt noch ein bisschen hier mit Editieren beschäftigt. Bei mir gibt es jetzt Ofenfisch à la Bordelaise. Keine ganze Packung, sondern die Hälfte, so 200 Gramm werde ich mir nehmen. Mal gucken, ob ich das schaffe, aber ich denke schon, der Abend ist ja lang. Knabbern tue ich heute Abend, die habe ich schon seit einer Woche offen, so eine Handvoll Salzbrezeln. Ja, und das war es dann für heute. Die zweite Tageshälfte hatte keinerlei Kreislaufprobleme mehr. Ja, ein bisschen komisch. Also ich bin da schon noch in der Findungsphase. Und ich werde versuchen, wieder ein paar mehr Ernährungstagebücher jetzt für euch abzudrehen demnächst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da und ein Like. Freut mich auch immer total. Bis dann noch, Susi.